Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Und wenn Sie länger dabei sind oder dabei waren, dann wissen Sie, dass wir dieses Webinar mit Dirk Hilger machen. Da freue ich mich sehr, dass er heute alle Termine abgesagt hat, um extra heute dabei zu sein. Vielen Dank, Dirk. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis an, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen, unabhängig davon, was Dirk uns heute zeigt. Und am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Gut, dann, lieber Dirk, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche natürlich wie immer viel Spaß und viel Erfolg. Das habe ich schon fast gedacht. Ich war schneller, als wer Kaffee holen gegangen ist. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe hier nur versucht, gerade irgendwie den Ton wieder anzuschalten, während du mit dem Bildschirm übertragen hast. Es geht nicht. Also das gute Webinar kann er nur beides auf einmal. Das ist, hat mich gerade hatten wir gestern auch, ne? Weiß ich gar nicht. Nee, es muss jemand anders gewesen sein. Ich war das nicht. Ach so. So, dann sage ich trotzdem mal hallo und herzlich willkommen. Heute wieder aus der kleinen Ecke hier unten zum Live-Trading, von dem ich seit gestern Abend weiß, dass wir das heute machen. Nein, aber ich bin momentan ist so ein wenig schwierig mit meiner Zeitplanung, aber freue mich natürlich trotzdem. Und wenn wir uns jetzt hier gleich den Markt mal angucken, ich mache jetzt nur mal hier parallel versuche ich mal die Fragen herauszuziehen. Hoffe, dass GoToWebinar jetzt das nicht irgendwie an die falsche Stelle schickt. Nee, alles gut. Okay. So, es haben schon ganze 10 Leute guten Morgen gesagt. Wenn ich gucke, wie viele hier sind, ne? Ich glaube, da geht dann noch ein bisschen mehr. Ich finde das nämlich eigentlich immer ganz schön, wenn wir nicht die Einzigen sind, die guten Morgen sagen, dann sind noch ein paar andere hier. Einfach damit man auch weiß, wer da ist und wer Lust hat, hier sich auch mal zu Wort zu melden. Ja, da kommen sie doch. Sehr schön. Ja, schön, ne? Guck mal, Nelson. Guck mal, zack, zack, zack. Wie viele wow. Nachrichten jetzt hier reinkommen. Ja, das ist echt, das ist cool. Ja, ja, aber das lebt ja, das lebt ja auch so ein bisschen von der Interaktion, ne? Und man kann ja auch ruhig zwischendurch mal was fragen oder meckern. Ist alles erlaubt. Ja, sehr schön. Weil es ist ja doch einiges los, obwohl Sommer ist. Ein bisschen weniger natürlich als im Frühjahr sehe ich gerade, aber trotzdem sind wir hier echt ganz gut besucht, was ja auch schön ist. So, ich steige mal in den DAX ein. Gucken wir hier noch irgendjemand. Ich gucke hier mal gerade drüber, wer alles so schreibt noch. Ja. Also, in den DAX gucke ich jetzt erstmal rein, weil um den geht es ja hier und mache wie immer erstmal den Stundenchart auf und da sieht man halt schon da oben prangert die 13.329. Was, schicke Frisur? Ja, so sieht man aus, wenn man aus dem Bett fällt und nicht mehr viel ansonsten zustande kriegt. Schicke Frisur, okay. Also, mein Knackpunkt war ja letzte Woche die 12.862,5. Jetzt mittlerweile in grün, da war sie noch rot, später blau, jetzt ist grün. Das war für mich halt so die, ja, der Entscheidungspunkt für das, was halt in dem Markt weiter passiert. Und ich habe ja auch gesagt, wenn wir halt die 862,5 kaufen, und dann bin ich eigentlich der Meinung, dass wir dann auf direktem Weg hochlaufen zu 13.329. Es ging ja hier nochmal ein bisschen drunter, fand ich aber jetzt nicht weiter tragisch. Und weil er auch hier keinen neuen Tiefs gemacht hat, dann nochmal halt, wie man halt hier sieht, sauber nochmal drüber geklettert, noch einmal abgestoßen und dann geht die Reise weiter. Das sieht auch jetzt so ein bisschen so aus, als würden wir da auch hinkommen. Und freut mich natürlich jetzt insofern, ja, weil ich ja halt auch irgendwie da zumindest halt mal sagen konnte, wie wir da hinkommen. Ja, also wenn man jetzt das hier mal außen vor lässt, hier den kleinen Ausflug nochmal darunter. Aber da hatte ich auch an dem Tag, hatte ich ja auch schon geschrieben, ja, das ist halt, gibt gar keinen Grund, da jetzt irgendwie
irgendwas zu machen oder halt da jetzt das direkt in Frage zu stellen. Es ist halt nun mal der Entscheidungspunkt. Das hat man dann auch gesehen. Hier ging er dann ein paar Stunden immer wieder dran und kaum war es dann drüber, ging es ja dann halt auch weiter. Ne? Also hier der ist halt der kleine Aussetzer da halt nach unten. Das ist halt nur normal. Finde ich aber halt auch nicht tragisch. Aber wenn man da halt wirklich auch mal guckt und hier halt mal einfach mal eine Linie zieht, und dann sieht man halt auch, dass wir hier halt steigende Hochs haben. Ne? Und von daher ist es eigentlich alles soweit intakt und wurde hier jetzt einfach nur noch mal mehr oder weniger bestätigt. 13.000, da wird sich der Andi, der Lutz ist, glaube ich, gar nicht da heute. Hat er Ich letzte glaube, der Woche ist noch im gemeint, Urlaub. er könnte lästern, weil ich ja immer sage, irgendwie so runde Marken, das sind halt nur Zahlen, sonst nichts. Und da ging es tatsächlich also ein bisschen mehr runter von der 13.000, als ich halt dachte. Ich dachte, wir laufen einfach so durch. Ne, ging aber dann halt irgendwie knappe 200 runter, aber mehr halt eben jetzt auch nicht. Ne? Und weil ich bin halt nicht so der Fan von runden Marken. Das ist mir immer so ein bisschen zu psycho, was da halt abläuft. Was, ich kann über dich lästern, sagt der Jan, ist ja, vielleicht mache ich das sogar. So, also, erstmal ganz mal ein bisschen kleiner machen. Weiß nicht, ob man das jetzt hier überhaupt im Stundenchart noch sieht. Da wird man wahrscheinlich auf den Daily dann halt müssen, weil hier, das ist natürlich jetzt neue Hochs seit dem Crash. Und das heißt aber auch generell von der Tendenz natürlich long, ne? Also, ob man jetzt direkt da irgendwie um 9 Uhr long geht, weiß ich halt noch nicht. Das muss man gleich mal gucken, ob das gelingt. Aber so generell sollte das jetzt nicht allzu viel runterkommen hier, ne? Also ich, wenn man sich da jetzt ein Cluster sucht, klar, ich meine, schick, schön, besser gesagt, oder gemütlich wäre natürlich, wenn wir hier irgendwo hinlaufen, in dem Bereich hier, wo der letzte Widerstand halt ist, wenn wir da halt nochmal irgendwo ansetzen könnten, das wäre natürlich klasse. Das wären aber halt eben auch erstmal 200 Punkte runter. Und wir sind hier im Stundenchart. Das heißt, wenn sowas kommt, eigentlich wäre es sehr untypisch für den DAX. Dem Dow würde ich sowas schon mal eher zutrauen bei der Eröffnung, dass er hier halt aufmacht und dann einmal ploppt da runter und dann wieder halt hier oben schließt. Der DAX macht solche Kapriolen normalerweise nicht, deswegen glaube ich halt einfach, dass wir die auch nicht sehen. Trotzdem vermute ich, dass der Kassehandel jetzt schon versuchen wird, als halt irgendwie nochmal mit einem Dip da halt irgendwo reinzukommen. Aber wie tief der kommt, das ist jetzt halt echt die andere Frage. Deswegen muss man da gleich wahrscheinlich so ein bisschen genauer hingucken, wo man das Ganze halt überhaupt zu greifen kriegt. So, und da halt jetzt auch mal die Grenzen so ein bisschen auszuloten. Das Ganze mal im Tagesschart, das sieht man jetzt natürlich ein bisschen besser, was da halt jetzt Sache ist und was da los ist. Kann man das eigentlich alles erkennen? Weil ich hatte gestern schon gesagt, irgendwie, ich habe hier von der Auflösung ein bisschen was umgestellt. Nicht, dass da irgendwas schlechter geworden ist oder so. So, vom Tageschart ist es natürlich ein bisschen deutlicher. Da ist jetzt zwar hier die 12.891. Das spielt jetzt aber erstmal keine Rolle. Das war halt hier nur halt auch hier unten der Support. Es kann sogar sein, hier komme ich an die Linie nicht dran. Es könnte sogar sein, dass der Spike da unten auch tatsächlich genau an der Stelle ist. Nee, nicht ganz. Also die war dann halt schon ein bisschen genauer ausgelotet im Stundenchart. Also passt nicht ganz, aber auch hier nichtsdestotrotz sieht man, also das waren halt die Supports, die halt auch einfach über das ganze letzte Jahr mehr oder weniger halt gehalten haben, da auf dem hohen Niveau. Da war auch der erste Abpraller und die sind jetzt halt erstmal zurückgekauft. Und wenn man da halt mal eine Etage höher geht jetzt, dann sieht man, wo der nächste relevante Punkt ist. Da oben das Gap, wo der ganze Spaß mit dem Corona-Crash losging. Das ist die 13.000. Wo sind wir da? Ich müsste genau gucken. Das kann man sicherlich nochmal machen. 457, 460, irgendwo die Ecke. Da war das Gap. Das könnt ihr selber mal genau gucken, wo das halt liegt. Ja, und davor ist halt einfach auch nichts mehr. Und das meinte ich halt auch, ne? Wir haben davor, da drüber, über der 800, 12.860, da ist halt luftleerer Raum. Und die, also jetzt mal, ne, weil wir bewegen uns mittlerweile halt in dieser Kerze drin. Und oft ist es so, dass es relativ zügig dann halt eben auch da halt dann bis an den Anfang oder bis kurz vor den Anfang dann halt nochmal geht. Und da oben ist natürlich das Gap und dort wird es natürlich haarig. Das ist klar, ne? Weil dort sind einfach die größten Positionen initial losgestoßen worden und da wird es nicht so einfach
drüber laufen. Und ein Gap Close kriegen wir auch nicht im ersten Anlauf. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Gap Close wäre dann halt hier entsprechend an der Stelle die 13.500 irgendwas. Glaube ich nicht. Vielleicht stochern wir da mal kurz rein und fallen da nochmal eine Runde rückwärts. Und dann muss man halt auch mal gucken, wie weit es dann halt geht. Aber das wäre jetzt halt so meine Einschätzung. Und bei der ich mir aber auch eigentlich relativ sicher bin, dass ich da halt nicht so falsch damit liege. So, und die 13.329 bewegt sich natürlich hier in dem Bereich irgendwo dazwischen. Die wird man hier jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so, ah doch, da sieht man schon ein bisschen was. Jetzt nur mal so Pi mal Daumen, ne? Also hier sieht man schon, da gab es halt öfters mal eins auf dem Deckel. Und wer da halt genauer hingeguckt hat und das schon ein bisschen länger macht, der wird dann auch im Frühjahr gesehen haben, dass, beziehungsweise letztes Jahr halt schon, dass immer wieder Volumen halt an den Punkt reinkam. So, und mein Ansatz ist ja immer der, wir laufen von Volumen zu Volumen. Und da haben wir halt einfach die größten Punkte, das sind halt einfach hier nochmal die 12.410. Das ist hier unten und direkt darüber kommt eigentlich als nächstes die 13.329. Das sind fast 1000 Punkte. Aber wie man sieht, so ganz verkehrt ist es ja nicht. Ne? Und da war ja halt auch hier unten, sieht man auch ganz deutlich, da war der letzte Dip. Und da ist halt Volumen reingekommen in den Markt. Und das sollte jetzt entsprechend halt auch bis da oben hin drücken können. Zumal es ja halt auch nicht mehr weit ist. So, jetzt gucke ich erstmal hier im kleineren Timeframe, ob wir da halt was mit anfangen können. Ob wir den jetzt halt hier irgendwo gefangen kriegen. Ich meine, klar, man könnte jetzt schon halt versuchen, irgendwo halt direkt long zu gehen, aber wir haben jetzt halt hier, das darf man halt nicht vergessen, erstmal nur den Future. Keine Aktien, kein krasser Handel hier mit dabei. Wir starten mit einem ziemlichen Aufwärtsgap. Was man da mal machen kann, ist halt hier am Xetra-Schluss da halt mal die Fibos zu ziehen. Und dann halt mal sehen, wo wir da jetzt halt landen. Ob wir damit was in Verbindung bringen können, finde ich halt eigentlich auch nie so falsch, den Ansatz. Also gerade mit Gaps und Fibos, wenn man nicht so genau weiß, bis wohin es korrigiert, hat das schon sehr oft gut geholfen. Und was halt hier jetzt ins Auge fällt, ich meine, noch ist es eine Minute, aber wir werden wohl hier in dem Bereich halt irgendwo starten. Und da wäre halt wirklich die 76 oder beziehungsweise halt die 61 fällt halt hier ins Auge unten an der Stelle. Ja, weil wir hier halt einfach, macht ihr mir das denn jetzt im Vordergrund? Ist egal, ich lasse das jetzt mal so. Hier haben wir halt einfach auch nochmal eine Clusterung. Und das heißt einfach ein bisschen gegenläufiger Markt an der Stelle. Das fällt halt hier in dem Bereich halt auf. Und hier unten auf der 76, also auf der 76,4er Fibo, da eigentlich ganz ähnlich, ne? Also hier halt auch ein Widerstand, der gekauft wurde. Also das wären jetzt so die zwei Punkte, die jetzt halt hier schick wären. Muss jetzt natürlich nicht sein. Aber das wäre jetzt nicht so ganz unmöglich, dass wir da jetzt halt hinlaufen. So, ich ziehe die Fibus mal an die richtige Stelle jetzt, wo wir jetzt wirklich gestrandet sind. Also mal gucken, ob da noch irgendwas anderes bei rauskommt, aber eigentlich eher nicht. Ne? Also es passt eigentlich schon, finde ich, soweit. Muss mal gucken, ich kann das hier auch. Habe ich hier den Publisher drauf? Ja, habe ich. Den kann ich ja mal hier kurz freigeben. Also, wer das Live-Chart hat, der sollte dann jetzt eigentlich die Linien hier auch sehen können. Beziehungsweise jetzt mit oder ohne Lizenz, ich habe das jetzt generell freigegeben. Also, das heißt, alles, was ich halt hier jetzt hier im kleinen Timeframe halt einzeichne, könnt ihr in Echtzeit auf eurem Chart nachvollziehen. So, ne, aber die Richtung stimmt erstmal. Also generell, wie gesagt, klar, wäre jetzt kein Problem gewesen, da oben halt direkt mit einer Stop-Order, da ist er ja gar nicht erst hin, von daher wäre da jetzt auch gar nichts passiert. Von daher ist das erstmal gut. Und jetzt gucken wir mal, wie er mit den einzelnen Punkten hier umgeht. Und ob wir da halt entsprechend eine Reaktion kriegen. Moment. Quatsch, hier wollte ich das immer umstellen. Moment. So.
Oh, sieht so ein bisschen hässlich aus hier. Ein bisschen schick machen. Also, die würde ich halt ganz ähnlich sehen, wobei das wäre jetzt halt hier so die erste Anlaufstelle. Jetzt haben wir hier natürlich noch Fibo. Das ist ja keine FIBO, 50%, aber hier halt, das wird halt, also so der Bereich, ne, das ist halt das letzte Cluster. Wenn das ganz eilig hat, dann wird es halt hier an der Stelle halt schon drehen. Dann kriegen wir jetzt noch einen kleinen Dip und laufen rückwärts. Einfach mal gucken jetzt, ob da halt was in den Markt reinkommt oder nicht. Ne, weil hier oben haben wir jetzt erstmal dieses Range, die kleine, die wir halt hatten, jetzt erstmal verlassen. Aber das heißt ja nichts. Trotzdem sollte man sich die, wenn jetzt die 5 Minuten hier um sind, ich bleibe jetzt mal im M5, bin ich normalerweise nicht so der große Freund von, aber ich habe im Hintergrund noch den M15. Das heißt, wenn er die jetzt geschlossen hat und dann haben wir da oben auch einen Widerstand, den werde ich gleich mal einzeichnen. Dort liegt auch jetzt im Moment zumindest mal das VAL. So. Die erste 5 Minuten, also ist ganz schön lang, ne, für so einen DAX. Hier im Stundenchart sieht man halt auch, ne, da sind wir jetzt halt an der Unterseite vom letzten Außenstab. Das heißt, da wird es halt auch Sinn machen, wenn wir da ab hier nochmal zurücklaufen. Das heißt, ich würde hier gleich vielleicht wirklich mal gucken, ob man da nicht direkt eine Position reingibt, weil eigentlich ist die relativ ungefährlich. Weil es bleibt ihm nämlich nicht viel anderes als übrig, als direkt nochmal zurückzulaufen. Aber ich guck mal, ich warte jetzt mal erst, ersten 5 Minuten warte ich jetzt mal ab. Wir haben es ja nicht eilig hier. Wir haben ja ein bisschen Zeit. So, habt ihr Trades offen? Wer hat denn irgendwas schon gemacht heute? Oder ist gerade irgendwie positioniert? So, bin drin. Long oder Short? Short, Short. Ja. Ja, macht Sinn, ne? Das ist schon okay. So, gucken. Da ist doch genau das Gap Close. Ja, das wäre schon eigentlich ganz nett. Jetzt hier nochmal irgendwie einen kleinen runter. So, was er halt jetzt versucht. Mal gucken, ob ihm das gelingt. Das wäre so die Geschichte hier. Ne, oben halt. Da ist die letzte Range im 5-Minuten-Chart. Ich mache es ein bisschen breiter hier. Da oben im 5-Minuten-Chart auch gleichzeitig hier fast das VAL. Und die versucht er jetzt halt zu halten. Ne? Deswegen zieht er jetzt halt auch hier. Deswegen ist nicht weiter verwunderlich, sage ich mal, dass er jetzt halt hier hochzieht. Erstmal ein Stück weit. Kriegen jetzt aber wahrscheinlich eine Reaktion hier oben in dem Bereich. Ich kann ja mal irgendwie eine kleine Position, weil ich würde da schon noch gerne eine Ecke tiefer laufen. Mal gucken, ich glaube, das kann man aber mal machen an der Stelle. Es sei denn, er zieht jetzt wirklich direkt hoch, das wäre natürlich ein bisschen doof. Das ist ja nur klein, die kann ich ja auch noch verdoppeln. Den Bock würde ich jetzt hier nicht unbedingt verschenken. Na, der wäre halt hier, also Point of Control. So, da würde ich halt schon nochmal irgendwie gucken. Also, dass jetzt da direkt da oben rausgeht, das ja, kann natürlich sein. Aber ich denke eigentlich schon, dass wir erstmal die Range da ganz kurz antesten. Und falls nicht, dann halt nicht. So, weil hier der Rücklauf ist halt soweit normal. Das ist jetzt einfach erstmal nur mal ein Scalping-Ansatz, ne? Weil ich habe ja generell gesagt, würde schon gerne halt eher long. Aber natürlich müsste ich dazu halt auch vernünftig reinkommen. Also so Wunscheinstieg wäre dann eher halt echt so ab dem Bereich eigentlich erst. Ne? Weil alles andere wäre mir da oben, glaube ich, weiß ich nicht. Auch wenn der jetzt irgendwie einmal kurz da oben rausschießen sollte, ich glaube halt nicht, dass das irgendwie in einem Zug halt so weit kommt. Kann mich natürlich täuschen, keine Frage. Aber die haben es schon ein bisschen eilig hier, ne? Wie ich das so sehe.
So, das war jetzt der Point of Control, da habe ich ja gerade gesagt, ne? Den würde ich mir jetzt halt hier nicht verschenken. Und was er halt jetzt halt versucht, ich gebe mal ein kleines bisschen Luft hier, was er halt jetzt versucht, ist halt die Kerze direkt halt hier umzudrehen. Direkt schon hier in der ersten Viertelstunde. Also es würde halt, ich meine, was mich so ein bisschen irritiert, habe ich ja gerade gesagt, ne, das ist halt hier unten, dass wir direkt halt schon am Stundenanfang waren. Ne? So, und plopp gehe ich auch hier jetzt erstmal mit einem Minus raus, dass wir halt hier direkt an dem Stundenanfang waren. Das ist natürlich, das passt halt schon ganz gut zusammen. Aber, mal den mal hier weg. Das heißt noch nicht, dass es im ersten Anlauf jetzt auch gelingt. Ne? Das ist halt schon so ein bisschen sehr schnell, die Geschichte hier. Für meine Begriffe so ein bisschen zu schnell. Es gibt auch direkt wieder Gegenwehr. Das wäre halt echt so das allererste Cluster, was wir halt hier haben. Mini-Cluster, das ist ja irgendwie eigentlich gar nichts. Ne? Das ist also, wie gesagt, mir so ein bisschen zu wenig. Mal gucken, wie er jetzt in der nächsten Minute damit umgeht, ob wir da wirklich am Stück durchkommen. Ja, ansonsten, wenn das jetzt halt wirklich passieren sollte, dass wir da halt was wollte ich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Also wenn wir da halt jetzt wirklich am Stück so durchkommen sollten, also mich würde es erstaunen, aber dann würde ich mir halt wirklich das Volumen bei der 13.329 angucken, weil dazwischen wird dann nämlich halt nicht mehr so wahnsinnig viel sein, fürchte ich, was da halt noch großartig bremst. Ne? Oder man geht halt hier wirklich, ich meine, kann man halt machen, also wie der sich hier durchdrückt, ich wollte gerade sagen, ich würde am liebsten jetzt hier direkt Marke drücken. Da war er gerade schon wieder 10 Punkte weiter. Das ist natürlich schon recht ordentlich. Ich wollte gerade mal gucken, wo der DAO steht. Mal gucken, ob wir hier noch reinkommen in die Long-Bewegung. Aber ich fand es halt sehr knapp. Ne? Also ich meine, das war zwar jetzt die, wenn man so möchte, die 38,2, ne? Also vom Gap. Aber da bin ich echt ein bisschen erstaunt, dass er das direkt in den ersten 5 Minuten, beziehungsweise in der 6. Minute ja quasi schon umdreht. Wo bin ich denn hier? Also im Moment gucke ich mir nämlich auch hier gerade mal parallel an. Das ist so ein bisschen selten. Aber ist okay. So. Und hier jetzt, was habe ich denn hier für ein Timeframe? 15, hier bin ich in der, auch im 15. So. Ja, ich brauche immer noch so ein anderes Bild daneben, um so ein bisschen Überblick zu behalten, wo wir denn da halt gerade so sind. Ja, das kann funktionieren. Das kann tatsächlich funktionieren, dass wir halt da jetzt einfach da oben rauslaufen. Wird halt trotzdem irgendwie, also wenn man das, wenn ich das jetzt, ich versuche es mal, also gehe halt hier erstmal klein. Mal gucken, ob ich den nicht nach oben skaliert kriege. Aber da werden wir zumindest mal, hier kann man, glaube ich, auch das Risiko dann ein bisschen hochfahren. Ja, erstmal in der richtigen Richtung. Halt dann auch drin, ne? Nämlich übergeordnet Long. Und von daher schon okay, wenn man den jetzt als Beispiel dann halt skaliert. Aber trotzdem ist natürlich alles keine Empfehlung, ne? Ist klar. Also bitte eigene Entscheidungen treffen, auch wenn es in der Regel funktioniert. Aber der erste hat jetzt hier nicht funktioniert. Naja. Also hier haben wir halt noch, sieht man im Orderbuch, ne? Noch eine größere Order jetzt hier gerade drin. Mal gucken, was mit der passiert. Ob die überhaupt da halt bestehen bleibt oder ob die halt nicht einfach rausgekauft wird. So, 15 Minuten. Kann gut sein, dass wir da auch nochmal
auf den Anfang laufen, muss jetzt aber nicht. Muss nicht unbedingt. Ja, ich bin heute mal in 5 Minuten, ne? Da bin ja sonst eher auf 1 Minute, aber ich habe halt gedacht, irgendwie bei der Wohler, die wir die letzten Tage da hatten, ist möglicherweise nicht so wahnsinnig sinnvoll, aber bleib jetzt erstmal dabei. So, beziehungsweise ich mache hier parallel, gucke ich mir halt das Ganze noch an. Im anderen Timeframe. So, die 15 Minuten ist jetzt die gleiche wie die Stundenkerze. Ja, es ist ja erst 9:12 Uhr. Könnte natürlich jetzt noch hier nochmal komplett runter, ne? Aber wozu? Also. So, ich würde jetzt halt schon versuchen, wenn er jetzt halt auf die Idee kommen sollte, das nach oben aufzulösen im 15-Minuten-Chart. Und da würde ich dann nicht zu tief, dann halt auch nicht zu hoch rein, sondern dann natürlich halt so tief wie möglich. So, hier hätten wir nochmal die Eröffnung. Die würde ich auf jeden Fall mal einsacken und natürlich auch den Point of Control, an dem ja gerade das Volumen dann halt auch nach oben geschoben wurde. Mal gucken, irgendwas davon wird ja funktionieren. Hoffe ich mal. 13.200. So. We will see. Irgendwas wird schon gehen. So, eine ist jetzt drin. Ich lasse den Stop aber bewusst jetzt hier mal weit weg. Sondern versucht er jetzt halt ja wirklich mit, halt hier in die Long-Richtung da halt nicht ein bisschen einzuskalieren. Das kann man gucken, so allzu tief dürfte hier nicht mehr drunter. Also das passt für meine Begriffe insofern halt schon. Ne? Also hier, das ist so der Maximalpunkt, finde ich halt, weil das war jetzt halt die alte Range, die haben wir jetzt hier halt zurückgekauft. Und das ist eigentlich. Da sollte er nicht mehr wirklich unbedingt hin. Hier ist die 8-Uhr-Eröffnung, sieht man im Hintergrund auch dargestellt. Hier die Kasseeröffnung und das kann man ruhig mal ein bisschen skalieren, glaube ich. Zumal es die 15 Minuten fertig ist, wenn die jetzt nicht gerade komplett durchdreht. Und dann kann das schon sein, dass wir jetzt hier noch einen einsammeln und dann eine Runde nach oben rauslaufen. So, jetzt ist sie um. Na, im Hintergrund sieht man sie ja auch. Ist ja hier im X-Frame ganz nett dargestellt. Und 15 Minuten ist für mich immer so der erste Taktgeber, den ich halt so ein bisschen mehr Wert eben halt lege. So, Trail brauchen wir hier erstmal nicht. Da oben wäre jetzt tatsächlich, wenn wir bei den Fibos bleiben. Sollten, beziehungsweise wenn der Markt das macht, dann müssen wir uns hier oben mal angucken, ob wir da halt auch eine Reaktion kriegen, weil wir haben ja halt hier im Kassa Gap bei der 38 entsprechend ja oder knapp da, ne, muss man ja ehrlicherweise sagen, es war nicht genau da, sondern es war das Cluster, was halt da lag bei der 38, dort sind die Käufer eingestiegen. Mal gucken, ob wir hier oben dann auf der anderen Seite bei der 138 dann halt auch noch mal irgendwas sehen oder nicht. So, jetzt hängen wir hier natürlich erstmal an dem VAH, das heißt Volume Area High. Darüber wird es ein bisschen teuer, mal ganz lapidar ausgedrückt. Und klar, da kann er sich jetzt ruhig ein bisschen Zeit lassen. Das ist schon okay. Das macht nichts. Sollte aber eigentlich. Also ich habe hier parallel jetzt noch den M1 auf, aber bis ich den, der ist, das macht irgendwie fast keinen Sinn, manchmal den zu erklären, weil es halt immer so schnell geht.
Und ich ja halt auch gerne mal irgendwie mehr als einen Satz am Stück mache und das da halt dann auch regelmäßig dann halt auch schlafe. So, ich würde jetzt hier mal versuchen, wenn wir dann einen Impuls rauskriegen, da oben da direkt halt auch mitzugehen. Also wie man sieht, ich versuche hier halt einfach die Position skaliert zusammenzukriegen. Und so, dass ich halt nachher möglichst dann halt mit drei oder vier Positionen dann halt wirklich da hochgehen. Was, das Orderbuch im 5-Minuten-Chart ist nur im MT5? Nee, das Order, das hat damit nichts. Also generell ja, nur MT5. Ne, weil hier hängt ja halt der Future dahinter. Also das ist, ich handle, also für die, die das vielleicht zum ersten Mal sehen, das hier ist zwar CFD, aber Volumen, Orderbuch und so weiter. Das wird alles aus dem Future hier drauf gemappt. Ne? Das ist also echtes Volumen, was dahinter steckt und kein CFD-Volumen. Der Heiko hat das letztens in einem Stream sehr schön erklärt, besser als ich das tatsächlich könnte. Und weil das kann man im Stereo-Trader ja machen, ne? Dass man halt das übereinander legt. Also ich habe jetzt hier den großen F-DAX dahinter sozusagen. Und aus dem kommt halt auch das Volumen, was halt hier angezeigt wird. Und das hat mit CFD nichts zu tun. Ist nur so, dass ich halt hier eben CFD handle, ja, aber halt eben den Future eigentlich gucke. Also ohne es halt jetzt, ohne dass ich jetzt hier zwei Charts oder so halt dafür aufmachen muss. So, und dann wie gesagt, hier VAH, da hängen wir jetzt ein bisschen, das ist alles gut, das ist okay. Das ist gut. Erstmal. Das heißt gut, ne? Also ich meine, irgendwann muss er schon da durch, aber das ist jetzt nicht außergewöhnlich, dass er da jetzt erstmal hängen bleibt. Und von mir aus kann er wirklich hier unten, sollte er natürlich nicht zu tief runter, aber kann da ruhig nochmal reinstechen. Hätte ich wirklich nichts dagegen. Aber eigentlich sollte das halt schon, auch wenn man natürlich jetzt irgendwie nach 15 Minuten und nichts irgendwie für die ganze Stunde gleich halt irgendwie sagen kann, aber es ist halt jetzt erstmal so. Die Tendenz, die wir jetzt erstmal hier haben. Weil mehr haben wir halt noch nicht, ne? Ganz blöd gesagt. Was soll ich mich jetzt mit Stundenkerzen befassen, wenn noch keine da sind? Das kann ich dann später machen, wenn der Markt halt so ein bisschen das Ganze vorgezeichnet hat. Was macht denn der DAU eigentlich? Kann man irgendwie gucken, ob ich da direkt drüber komme? Ja. Was treibt der denn hier? Ja, hängt eigentlich ähnlich, ne? Ja, Tendenz halt auch relativ klar nach oben. Hätte aber auch noch Platz im Gegensatz zum DAX noch ein Stück weiter nach unten zu tippen. Was heißt, der DAX hat zum Stundenchart natürlich auch, aber hat schon wesentlich mehr ausgereizt, ne? Also wenn man das jetzt hier mal vergleicht, der Dow hat halt nur so ein bisschen in diese lange Stundenkerze reingedippt und der DAX ist halt komplett einmal bis zum Anfang. Von daher, ich meine, das muss jetzt nicht unbedingt halt alles gleich laufen, aber es ist ja schon meistens so, dass man da halt eine Korrelation halt vorfindet. So, aber wie gesagt, dort finde ich halt jetzt aber erstmal auch nichts. Was jetzt hier so ein bisschen halt, was man sieht, ich meine, es ist furchtbar langweilig, ne? Also soll ich da groß kommentieren, aber halt, weshalb es mich nicht wundert, warum das jetzt halt hier dauert oder weshalb man da jetzt nicht nervös werden muss. Was man hier halt einfach sieht, ist A, zum einen das Value Area High, was war ich halt hier oben, habe ich ja gerade gesagt. Da kann der sich jetzt von mir aus ruhig ein bisschen Zeit lassen. Das ist völlig in Ordnung. Das zweite, was wir jetzt halt hier sehen, ist halt hier sind die letzten Widerstände von der Stunde halt davor. Die versucht er jetzt halt von oben schon zu bestätigen, was er so ein bisschen vergessen hat, das ist halt hier die Range auf der Unterseite, weil die halt zurückgekauft wurde. Da halt nochmal. Deswegen habe ich da unten auch Orders liegen, weil das wäre mir eigentlich am liebsten, wenn wir da halt nochmal hinkommen, weil hier oben, wenn ich mich halt hier Long einstoppen lasse, ist natürlich immer so ein bisschen risky, weil dann kann es halt sein, dass halt dahin läuft und doch darunter. Und dann ziehe ich mir die halt dann mit und das ist natürlich eigentlich nicht so der Plan. Deswegen lieber erst runter und dann hoch.
Mal schauen. Mal schauen, mal gucken, vor allen Dingen, was die Knoppers-Fraktion macht. 9:30 Uhr, 9:30, halb 10 in Deutschland, ne? Die sind immer so ein bisschen oder gerne mal so ein bisschen wilder unterwegs. Aber weiß nicht, ob die im Sommer auch Knoppers essen. Im Hochsommer ja quasi, der dieses Jahr etwas kühler ausfällt, wie es aussieht. Tja, aber so, ne? 20 Punkte könnten wir jetzt schon mal irgendwie laufen, DAX, ne? Das fände ich jetzt nicht so schlecht. Hier nur rumstehen. Das ist nicht sehr entertainmentfreundlich, mein lieber DAX. Wir haben doch Zuschauer hier. Und die wollen doch auch was sehen. Tja. Wenn du Tja, mit dem tja. DAX schimpfst, dann passiert nichts. Nee, ich schimpfe nicht mit dem, ich rede ihm ja gut zu. War das Schimpfen? Nein. Also, der DAX ist ein ganz lieber. Und weil er weiß, dass wir so viele Zuschauer haben, kriegen wir jetzt hier eine Wohler-Explosion und wir laufen jetzt am Stück 100 Punkte auf die 13.392, nehmen alle Orders dabei mit und Weißt du, was schließen sich. passiert, wenn du einen positiven Ton hast? Der bewegt Ja. sich. Ja, hey, stimmt, das ist 3 Punkte höher. So, gut, also, ja, das ist nur so, weiß nicht, ob die jetzt hier oben, da habe ich dann nachher halt die zwei drin, das bewegt sich trotzdem keinen Punkt, das ist so ein bisschen die Sorge hier dabei. Aber irgendwann muss er ja doch mal hier weg. Kann ja irgendwie auch nicht sein, dass wir jetzt die ganze Zeit nur rumstehen. Gibt's doch nicht, kann ja nicht wahr sein. Tja. Ja, wenigstens mal hier so eine 5-Minuten-Kerze über dem VAH schließen. Vielleicht reicht das ja schon mal dann als ersten Impuls, dann halt einmal kurz nach oben abzuhauen. Vielleicht reicht das, wir werden sehen. Komm. Wenn er kommt, gehe ich mit. So, sollte jetzt aber bitte dann auch einmal nach oben kurz wegrennen. Wenigstens mal so 10, 15 Punkte. Also neues Hoch wäre natürlich super. Das wäre halt schon schick, aber ich kann es natürlich nicht erzwingen. Also er will ja nach oben, ne? Ich meine, das ist ja wirklich unübersehbar. Frage ist nur, ob er es dann auch macht, ohne irgendwelche Spirenzchen. Tja, DAX, komm. Du machst doch gerade auch nett. So, ne? Das meinte ich halt. Kann natürlich sein bei der Wohler, dass man den dann halt irgendwie dann halt fällt und dann hängt man da drin, aber. Zweiter Anlauf hier an die Hochs. Ja, das kann ja nicht sein. Kaum schauen. So, wie gesagt, hier oben, das wäre so der Punkt, den würde ich halt im Auge behalten. Ich kann da mal irgendwie Vortagespivots haben wir da auch noch irgendwas? Vielleicht weiß ich jetzt hier gerade nichts. Vortagesfibo brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, kann man mal drin lassen. Ah, das wäre auch hier oben. So, an der Ecke halt, ne? So, was man ja mal machen kann, ist, sollte man irgendwie. Nehmen wir es mal umgekehrt. Ich lasse den mal hier, ne? Weil das halt nochmal zur Wiederholung, das war ja halt, er hat eine entsprechende Reaktion im Kassa-Gap gemessen an der 38er Fibo und deswegen gucke ich mal, ob wir hier nochmal eine Gegenreaktion an der 138 haben. Deswegen würde ich die da oben erstmal da so lassen, beziehungsweise. Ich gebe der mal Limit Pullback von 2,5, also ein bisschen mehr. Das heißt, das wäre dann, wenn er den Sprung hinmachen sollte, wäre das halt ein getrailter Teilverkauf. Und ansonsten sollten wir noch ein Stück weit höher laufen, würde ich da oben halt den ganzen Trail anwerfen. Ja, sollten, ne? Konjunktiv nicht immer wäre. Aber es kommt halt hier nicht so wirklich.
Dampf auf. Jetzt muss man, glaube ich, mal das Orderbuch auch so ein bisschen im Auge behalten. Nicht, dass da gleich irgendwas Größeres in die falsche Richtung reinkommt. Kann natürlich auch sein. Und jetzt laufen wir vor allen Dingen hier genau in die 39 rein. Aber wenn die halt so schließt, ist eigentlich alles gut. Also wenn wir hier oben in dem Bereich irgendwo sind, dann sollten wir eigentlich da halt auch noch zumindest einen kurzen Anschluss halt kriegen da dran. Das sollte ja eigentlich drin sein. DAX, mir ist langweilig. Nelson hat Servus. Ja, die Knopperstrategie, ne, Jan? Ja, ich muss da echt immer dran denken, ne? So, weil um 9:30 Uhr, da kriegt man ja irgendwie, weiß ich auch nicht, warum das so ist, aber da wird irgendwie so halb neu sortiert, habe ich immer das Gefühl. Und die drücken immer irgendwie einen größeren Knopf. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, welcher das immer halt ist. Sonst könnte man wirklich da halt die Strategie dran ansetzen und die dann Knoppers-Strategie dann halt nennen. Wird dann zwar Ferrero nicht so gut gefallen, aber im Endeffekt auch egal. Ich ist Knoppers von Ferrero? Nelson ist schon eingeschlafen, sagt der Ingolf. Nein, nein, Nelson, nein. bist du eingeschlafen? Bitte was? Ja, genau. Brauchst du einen Wecker bei dir? Oder einen Ich habe Kaffee? ne, ich hab einen Kaffeemaschine lebenden kaputt. Wecker zu Hause, hör mal. Die Kaffee. Also bist du zu Hause oder bist du im Büro? Nein, nein, ich bin im Büro. Ja. Aber mein Kleiner war heute um 5:30 schon munter. Ja, sehr schön. Da stehst du wenigstens auch mal früh auf, ne? Und nicht wie sonst immer so lange schlafen und so. Genau, genau, Ja. genau. So wie das die Erwachsenen machen hier, ne, Nelson? Ja, deine Schlagfertigkeit lässt so ein bisschen zu wünschen übrig. Von daher ist der Das ist Einwand. nicht der Schlafmangel, hör mal. Ja, okay. Deswegen war der Einwand hier nicht so unberechtigt. So, letzte Minute bevor die M30 hier fertig wird, klebt oben. Gut wäre jetzt darüber, ne? Lässt sich echt Zeit. Ey, och, das ist ja wirklich von der. Also die ersten, ne, die 20 Punkte minus, die gingen ja eigentlich echt schnell, ne? Also die 20 Punkte plus oder beziehungsweise gerne mehr, die lassen hier ganz schön auf sich warten, ne? Meine Güte. Jetzt mal so Heute wird deine eine. Geduld auf die Probe gestellt, Dirk. Ja, ne? Ich glaube auch. Nein, aber ist ja alles gut. Also ich meine, ist ja auch der Vorteil, dass ich meine, ist ja jetzt nicht abgehauen, ne? Und wenn auch irgendwie die Gegenreaktion ein bisschen kleiner ausgefallen ist, als ich dachte, so komme ich doch hier dann zumindest noch irgendwie in die eigentliche Richtung halt rein und kann den anderen wahrscheinlich gleich dann erstmal glatt bügeln, ne? Und daher ist das ja alles. Okay, so, jetzt sind die 30 Minuten um. Mal gucken, was da jetzt an Anschluss kommt. Und so, erstmal passt das ja soweit, ne? Sind jetzt erstmal weiter vorne, als wir vorhin hinten waren. So, aber hier muss man jetzt trotzdem gucken, den R2, den hat er schon mal ganz gerne. Heißt jetzt aber nicht unbedingt irgendwas, der kann da trotzdem durchschießen. In einem Shortmarkt wäre das jetzt natürlich halt hier auch ein Short-Einstiegspunkt, keine Frage. Ob der jetzt hier was reißt. Also das Einzige, was die hier reißen könnte, wäre, dass wir halt hier die Stunde irgendwie seitwärts machen. Aber mehr glaube ich irgendwie nicht so unbedingt. Ne? Hier sieht man sehr genau dran. Ja, das ist halt irgendwie echt so ein bisschen. Ah, Mann, Mann. Das ist echt eine. Jetzt wird es dann doch so ein bisschen zur Geduldsprobe. Ne? So, hier Rücklauf ist ja alles soweit. Gut und schön. Er sollte nur halt mal trotzdem, wenn man sich jetzt hier den M15 mal anguckt, ne, ich kann ja hier auch mal umschalten, da sieht man es ja dann auch ein bisschen besser. Ja, das Ding ist ja halt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt nochmal das Tief da rausnehmen. Das ist so rein von der Struktur her ergibt das nicht so wirklich Sinn. Und von daher bin ich da meines Erachtens long auch richtig in der richtigen Richtung unterwegs, aber wir setzen halt jetzt schon wieder hier auf dem VAH auf, beziehungsweise jetzt setzen wir erstmal auf, muss man ja auch mal jetzt fairerweise sagen. Das heißt, wir haben den M15 und den M30 draußen geschlossen und wenn er das jetzt bestätigt,
Und dann ist natürlich alles fein. Und dann sollten wir halt auch spätestens dann halt nach 10 dann halt auch nach oben weiterlaufen können. So, es kann jetzt halt nur sein, dass wir jetzt halt hier nochmal irgendwie eine halbe Stunde im Kreis fahren. Ja, auch wieder ein schönes Beispiel, wo ich vorhin wieder gesagt, jetzt sind wir schon weiter vorne, als wir eben hinten waren. Könnte man ja halt auch theoretisch mal die Teilposition mal auflösen, ne? Aber ich habe natürlich halt auch hier, das muss ich halt auch dazu sagen, das ist natürlich jetzt eine super kleine Position, ne? Das ist irgendwie, das sollte ich mal irgendwie gedanklich ausblenden, weil eigentlich ist es natürlich falsch. Also wenn man halt generell sagt, okay, ich mache 3 oder 4 Positionen, dann kann man natürlich an so einem Punkt dann auch einfach die zweite mal rausgeben und dann macht man eigentlich dann am besten das Volumen aus, beziehungsweise die Positionsgröße aus und orientiert sich da wirklich nur so für die eigene Psyche nach Position, nach Anzahl Positionen und nach Punkten. Das macht da schon so ein bisschen Sinn. Ja, und versucht das halt so ein bisschen zu vergessen, was da halt eigentlich drin ist. Sondern guckt sich einfach nur an, okay, ich wollte irgendwie 3 oder 4 Positionen maximal. 2, da oben weiß ich, ist ein kleiner Widerstand. Wenn er da nicht durchgeht, raus und dann lieber nochmal neu kaufen und wenn es nur 10 Punkte tiefer sind. Ne? Das wäre eigentlich so der richtigere Ansatz, um sowas zu machen. So, was sagt der ganzen Gang in dieses Schrauben, sich so langsam verstetigt nach oben? Ja. Das ist wohl wahr. Außer der DAU ist sehr verhalten. Ne? Das wundert mich so ein bisschen. Der DAU ist ja halt wirklich sehr zurückhaltend, finde ich. Also hängt immer noch hier unter der 27.000 rum. Tut sich da echt so ein bisschen schwer. Dem hätte ich eigentlich mehr zugetraut. Also ich meine, klar, hier ist auch das Bild schon nach oben gerichtet. Keine Frage, aber das war schon ein ordentliches Geschrabbel hier. Ne? Also sieht man ja im Vergleich zu vorher, ist das ja alles deutlich klarer. Ne? Und das hier, boah, Zermürbungstaktik. Nach dem Motto, wer zuerst draufdrückt, verliert. So, ah, wir bleiben jetzt erstmal beim DAX. Also den DAX finde ich momentan echt auch insgesamt ganz gut zu greifen. Ist halt nur hier mit der Wohler gerade so ein bisschen zurückhaltend, aber das wird sich wohl schon auch noch klären. Hoffe ich doch zumindest mal. Ne? So, jetzt machen wir hier ein schönes neues Hoch, ne, DAX? Schießen da oben bitte mal ein paar Bären ab und dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen. So. Ein bisschen kleiner hier machen. So. Ich würde jetzt bitte gerne einmal hier durch. Komm schon. So, was? Wie kann ich das Volumen anzeigen? Rechts in die Balken direkt an der Kerze. Das machen wir gleich. Olaf, kannst du vielleicht mal ein bisschen genauer beschreiben, was du meinst? Versuche ich da mal drauf einzugehen. So, was haben wir? 35, ja, die 5-Minuten-Kerze steht auch, die steht jetzt erstmal hier auf dem VAH drauf. Das ist erstmal gut. Das heißt, da haben wir das jetzt in den ersten 5 Minuten, nachdem die 30 Minuten und die 15 Minuten das bestätigt haben. Ja, also ich bin ja jetzt nicht jemand, der irgendwie nur nach der Value Area handelt, ne? Nur aber so generell will ich ja nach oben mit dem Ding. Also suche ich mir natürlich jetzt dann halt auch entsprechende Bestätigungen, die mir halt so ein bisschen Unterstützung in der Annahme geben. Deswegen reite ich da gerade so ein bisschen drauf rum. Ne? Und das ist halt hier so der Ansatz, also das Einzige, was ich halt hier gerade sehe, mehr sehe ich halt einfach nicht. Ne? Weil wir kleben halt hier irgendwo, klar hängen wir halt an so einem Stunden Widerstand, hier so ein Pivot auf Stundenbasis. Alles gut und schön, ne? Aber halt eigentlich ist der Markt der Long gerichtet und deswegen gucke ich natürlich entsprechend nach
Bestätigungen auf der Oberseite. Und natürlich halt dann entsprechend, wenn es nicht klappt, jetzt in dieser Stunde, ne, es muss ja jetzt nicht in dieser Stunde aufgehen, aber dann gucke ich, versuche ich halt einfach so ein paar Indizien dann zu finden und dann halt Entscheidungen zu treffen. So, und momentan ist für mich erstmal alles gut hier, weil wir tanzen auf dem VAH. Er versucht sich darüber zu halten, ich will long, also habe ich jetzt erstmal keinen Grund da irgendwie daran zu zweifeln, dass das nicht gelingt. Ne? Weil das sieht man ja auch, jetzt hier nochmal ganz genau am VAH wird halt hier nochmal gekauft. So, das ist ja, ich versuche nur irgendwie zu gucken, was machen die Händler, die halt wirklich die Kohle haben, um den Markt zu bewegen. Ich habe sie nicht, ich schwimme hier nur mit. So, vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher einzuzeichnen. Das hier ist das VAH. Ein bisschen. Einfach mal violett. So, damit man es einfach ein bisschen deutlicher sieht. Da hat hier im M5, ne, vorher ein paar Mal dran abgeprallt. Da war es aber noch nicht das VAH, glaube ich. Also kann sein, spielt aber keine Rolle. Das heißt, hier mit 70% des Volumens spielt sich jetzt halt im unteren Bereich ab. Also so, und das heißt, wenn wir jetzt halt Volumen kriegen, wird sich entsprechend das Ganze nach oben verlagern. Das heißt, dass der ganze Handel, also jetzt nicht nur die Preisbildung, sondern halt generell das ganze Volumen sich dann auch auf höherem Niveau abspielt. Und das ist natürlich dann halt schon ein ganz klarer Anhaltspunkt, mit dem man dann was anfangen kann. Ne? So, und wie gesagt, deswegen versuche ich jetzt halt hier auf der Oberseite einfach so ein paar Sachen halt zu finden, die mir halt helfen, mit dem Long dann halt auch möglichst da oben rauszukommen, noch ein Stück weiter. So, wenn das jetzt halt nicht kommt, also eigentlich hat er halt natürlich jetzt noch mal eine halbe Stunde Zeit, so lange will ich das hier aber eigentlich gar nicht machen. Aber man wird ja dann sehen, kann das gehalten werden oder halt nicht, ne? Und nur, dass er da halt jetzt eben nicht so einfach drunter fällt, als wäre nichts, das sieht man ja hier auch schon. Von daher erstmal alles gut. Im VPOC ist es bei 13.255. Kann eigentlich fast, oder habe ich das hier jetzt nicht aktualisiert? Ja, kann sein. Die VPOC ist da ein bisschen genauer, ne? Als jetzt halt hier das Eingebaute vom Stereo Trader. Da haben wir natürlich jetzt halt hier das Hoch, das kann halt schon sein. Ne? Also VPOC ist ja das Add-on vom Orkan Kuyas. Und das halt noch so ein paar Features on top hat zu dem eingebauten Volumenprofil vom Stereo Trader, auch wenn ich den hier mit dem Future verwende. Aber das rechnet halt genauer, ne? Ein bisschen aufwendiger und genauer. Und das mache ich hier halt im Stereo Trader direkt halt nicht, ne? Sondern dort wird gemittelt. Meistens stimmt es ganz gut überein, aber das hat ja auch seinen Grund, warum es das als Add-on gibt und warum das halt auch ein paar Euro her kostet. Da steckt halt nochmal ein bisschen mehr auch dahinter. Warum werden wir der VHA als 360 angezeigt? Das kann ich dir nicht sagen, Aria, Entschuldigung. Wahrscheinlich, aber würde ich mal tippen, dass da kein Future dahinter hängt, ne? Sondern dass dann halt mit einem CFD gerechnet ist. Was Jahresclose im Future? Ach so, ja. Okay. So, Nelson, kriegen wir jetzt hier noch ein neues Hoch oder nicht? Was sagst du? Ich guck mal in die Glaskugel. Ja, mach das mal. Weil langsam nervt es jetzt, ne? Jetzt drückt er halt schon wieder runter. Ich meine, passiert ist noch nichts, aber tingelt hier dann halt so rum, ne? Ein bisschen anstrengend. Also anstrengend nicht, aber halt so ein bisschen langweilig halt. Schicker wäre jetzt halt einfach 9.41 Uhr. Das hier ist der 15-Minuten-Chart. Man einfach nur mal so eine schöne Kerze da dran setzen. Kann doch nicht so schwierig sein. Das kann doch nicht so schwierig sein. Das sollte man meinen, ne?
So, wenn die jetzt natürlich aber halt hier genau das Umgekehrte macht, das heißt, wenn diese 15-Minuten-Kerze, das wäre richtig dumm für Long, wenn die wirklich hier darunter schließen sollte, dann haben wir ein Problem mit Long. Dann muss ich das hinten anstellen, dann wird das nämlich nichts. Weil das ja dann schon halt, ist nicht wirklich ein, doch es wäre ein Engiving, ne? Tatsächlich, ja. Ein bärisches, das wäre natürlich ein bisschen ungeschickt. Das wäre ein wenig ungeschickt für den weiteren Verlauf. Aber man muss halt immer mit allem rechnen. Wie gesagt, ich finde sowas halt nicht schlimm, ne? Ich meine, solange man halt jetzt irgendwie nicht sagt, ja, ich handle oder ich habe grundsätzlich nur zwischen 9 und 10 Uhr Zeit, so ist ja alles nicht tragisch, ne? Dann guckt man einfach später nochmal drauf und sucht sich dann halt einen besseren Punkt. Also, das macht ja nichts. Das ist natürlich aber auch so ein bisschen Einstellungssache, ist halt auch klar. Also wenn man dann halt eine Strategie hat oder halt, ich wollte gerade sagen, darauf angewiesen sein ist immer schlecht, aber wenn eine Strategie hat, die sich halt eben nur von 9 bis 10 Uhr abspielt, dann bringt einem das natürlich nichts. Ne? Wenn man aber irgendwie sagt, okay, ich bin Daytrader und ich gebe mir halt auch irgendwie, oder ich habe halt, was weiß ich, versuche halt irgendwie 40 Punkte, 50 Punkte am Stück mitzunehmen, dann spielt es auch keine Rolle, ob ich dann halt irgendwie morgens um zwischen 9 und 10 dann halt irgendwie zwei, dreimal, wenn es dann nicht geht, wenn ich dafür halt mir die Chance nicht vergebe, verschenke, besser gesagt, da am Nachmittag halt nochmal reinzugehen, macht das, das spielt ja keine Rolle für dich. Ne? Aber wie gesagt, das muss natürlich jeder selbst wissen, das ist halt klar. Aber wäre jetzt erstmal mein Ansatz. Das ist natürlich für einen Vorführeffekt halt immer ein bisschen schade, wenn man halt so ein Live-Trading macht und das halt nicht positiv abschließen kann. Vergesse es manchmal auch, dass ich darauf den Fokus legen sollte. Und versuche halt ja eigentlich immer, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, hier dann irgendwie eine Position zu finden, die dann halt eben auch über eine weitere Strecke dann halt aufgeht. Wie gesagt, noch passt ja halt alles, ne? Aber würde es jetzt darum gehen, hier nur irgendwie im Plus zu enden, hätte ich das ja schon dreimal machen können hier oben, ne? Das ist auch klar. So, was sagt der M15? Wie schließt denn der jetzt? Jetzt schließt der in einer komischen roten, beziehungsweise bei mir in einer schwarzen Kerze, so wie es aussieht. Es sei denn, er zieht jetzt noch auf den letzten Drücker hier nach oben, sieht aber fast nicht danach aus. Das sieht eher aus, als würde es nochmal eine Runde nerven. Oder schafft das hier wirklich noch 20 Sekunden den Turnaround? Weil wir schließen, ne, weil hier VAH, also zumindest bei mir jetzt halt hier mal, oder halt hier auch die letzten hoch, jetzt schließen wir da schon wieder drunter. Ne? Das ist halt, ja, unspaßig, wenn das jetzt passieren sollte. Weil dann tingeln wir hier tendenziell eher seitwärts in der Gegend rum. So, das sieht nicht unbedingt aus, es käme direkt noch was nach oben nach, vielleicht noch bis an die Eröffnung. Und da muss man jetzt mal gucken. Bleibt man da drin, geht man da raus. Ich würde den jetzt tatsächlich hier erstmal Break-Even absichern, bevor ich dann halt nachher wirklich dann doch hier zu lange drin hänge. Entweder war das jetzt hier nur Zeitschinden und wir rennen oben weg, dann ist alles gut. Und wenn nicht, dann einfach später nochmal ansetzen. Also liegt jetzt irgendwie 10 Punkte vorne, das Ding. Die Vola kann ich halt leider nicht beeinflussen. Würde ich gerne. Aber kann ich halt leider nicht. Irgendjemand dabei, der das kann hier? Wo sind denn hier Zuschauer mit den 100 Kontrakten? Kauft doch mal einer Market von euch. Dann passiert hier auch mal was. Ich glaube, da reichen aber auch schon 20. Oder? Wie groß ist denn das Buch? Ja. 20 Kontrakten kämen wir schon. Ja, gut, nicht wirklich, ne? Aber zumindest schon mal 3, 4 Punkte hoch. Aber ich glaube, so mit 50 Kontrakte könnte man hier schon so ein paar erschrecken. So. Ja, also auf jeden Fall war das jetzt mal richtig, hier unten direkt mal Break-Even zu ziehen. Ja, weil hätte ja sein können, dass er dann da unten wegrennt. So, aber er zieht drüber. Das ist doch schön. So, jetzt sind wir hier 30 Punkte vorne. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier jetzt den Abschlussimpuls da oben sauber rauskriegen. Wie hoch wir damit kommen.
So, ziehe ich mal noch ein paar Punkte nach vorne. Na komm schon. Setzen wir noch einen dran hier. So, irgendjemand mit dabei, mit Long hier. Und hatte exakt den gleichen Ansatz wie ich. Immer noch. Oh, Short. Der Hans sagt Short. Long, long, long. Ja, das ist doch schön. Einskaliert, genau. Das ist auch immer wieder eine gute Sache. Wenn man da halt zumindest, also ich habe es ja hier auch quasi gemacht. Ich habe mich allerdings halt hier per Stop einskaliert. Macht oft echt mehr Sinn, das per Limit zu machen. Also das heißt quasi verbilligen, wenn man so will. Aber wenn die Punkte stimmen und man nicht weiß, ob das Maximum, was man halt irgendwie an Korrektur gerne hätte, ausgenutzt wird oder nicht, macht das schon Sinn, finde ich. So wie es ja unten ja auch halt eben ja auch hatte, ne, wo ich gesagt habe, der kann da gerne nochmal hin. Das wäre dann halt auch verbilligend gewesen, aber er wollte halt nicht nochmal dahin. So, und von daher, bevor ich dann gar nicht drin bin, starte ich dann lieber mit einer kleinen Position. Und versucht die dann halt auszubauen. Und gemütlicher ist für meine Begriffe wirklich dann halt im Minus statt im Plus. Ne? Aber auch das ist Geschmackssache. Es gibt Leute, die sagen, ey, ich schaffe es nicht, im Plus zu verbilligen, wirklich. Und dann andere, die sagen, oh, im Verlust verbilligen, da kriege ich irgendwie nasse Hände, kann ich auch nicht. Also es ist halt wirklich so sehr, sehr individuell. Aber es muss halt einfach jeder für sich selbst natürlich entscheiden. So, ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Ich mache jetzt hier mal die Hälfte raus. Dann lasse ich den da oben. Wir sind ja insgesamt so oder so. Ist das Ding halt hier im Plus, oder? Ja, da fehlt noch ein kleines Stückchen. Jetzt mit dem Teilverkauf. Aber es war ja halt schon irgendwie fett im Plus. Weil was man da natürlich auch machen kann, das ist natürlich dann sowas. Man gibt dann halt hier, wie ich jetzt, die Hälfte raus. Zählt den Stop nochmal runter. Nimmt den halt irgendwo nochmal rein. Ne? Und spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Ja, wenn er das halt macht, beziehungsweise wenn ich halt sage, okay, ich habe irgendwie aus Erfahrungsgründen oder aufgrund meiner Statistik habe ich halt irgendwie bestimmte, oder wie soll ich sagen, eine statistisch untermauerte Berechtigung zu sagen, dass wir oben hinlaufen. Ne? Und dann kann ich natürlich dann auch sowas machen. Dann halt immer wieder raus und dann halt erst schließen, wenn wir wirklich da oben sind oder wenn die Kriterien halt für die Annahme halt hinfällig sind, auflösen. Kann man halt schon machen. So, aber jetzt sind wir doch trotz der Teilauflösung auf Null. Und ab jetzt laufen wir hier ins Plus. So, die 10 Uhr, sollen wir die noch voll machen? Ja, ne? Oder? Klar. Ja, ne? Auf die 10 Minuten kommt es jetzt ja nicht an. Mal gucken, ob wir da, ob wir die Auflösung entsprechend dann halt nach oben kriegen. Spricht ja momentan erstmal nichts dagegen. Außer es kommt jetzt von irgendwoher irgendwas, weiß der Kuckuck. Aber so oder so, hier kann nichts mehr im Minus enden, egal was jetzt kommt. So, den Schnapp ziehe ich noch da oben hin. Das ist natürlich auch ganz interessant, ne? Das ist jetzt hier die Erweiterung vom Gap. Die liegt sogar fast genau an der 13, 329. Also 10, ja, ne, nicht ganz genau. Also 20 Punkte drunter, aber die Richtung stimmt. Das ist natürlich ein Punkt, der interessiert mich halt am allermeisten, um dort zu sehen halt, was da passiert. Werden die das Ding kaufen da oben oder? Ich vermute aber eigentlich eher, das ist aber wirklich reine Vermutung und weil ich es halt schon oft gesehen habe, dass wir nicht direkt da oben abprallen, sondern erstmal halt irgendwie
da rumzackern, eine Stunde drüber schließen und dann halt nochmal korrigieren von dort aus. Das heißt, also dann wäre mein Verdacht eher oder meine Vermutung eher, dass es halt ziemlich zäh wird da oben. Aber es kann natürlich auch ganz anders kommen. Es ist echt nur reine Vermutung. So. So, wer schreibt hier gerade, war schon vor der Eröffnung Long, schreibt die Svenja. Ja, also wenn die Strategie bzw. Positionsgröße dazu passt, ich meine, das waren ja fast 100 Punkte, ne? Wo wir da halt vorhin zur Eröffnung runtergefallen sind. 90 Punkte, das ist schon nicht, oder? Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Bin ich jetzt 114? Ja, 60 Punkte, ja gut, das geht ja noch, ne? Aber macht tatsächlich halt auch schon Sinn, ne, mal die Füße irgendwie eher stillzuhalten, als den Stop irgendwie zu knapp zu ziehen. Außer man ist ein nervöser Scalper, wie der Heiko zum Beispiel, und hält es nicht länger aus, als irgendwie 5 Minuten eine Position aufzuhaben. Dann sollte man ganz eng mit Stop arbeiten. Wenn man aber sagt, okay, ich fahre lieber irgendwie geringeres Risiko und dafür halt 100 Punkte Stop. Thorsten Helwig macht das ja auch zum Beispiel gerne so. Und dann, klar, warum nicht, ne? Muss halt nur irgendwie gucken, dass man halt immer wieder die Kriterien dann halt im Auge behält und dann seine Entscheidung halt auch immer wieder hinterfragt. Das ist natürlich schon nicht so unwichtig. So, jetzt hängen wir hier immer noch am alten Hoch. Das ist halt so ein bisschen Märchenmarkt, ne? So, man kann Märchen lesen und erzählen und dabei einschlafen. Ach so, gestern Abend bei 13.050 rein. Ach, das ist ja okay. Ich dachte, Svenja, du wärst um Punkt 9 Uhr hättest du eröffnet. Aber das ist natürlich dann auch was anderes. So, wenn wir jetzt die Fortsetzung kriegen. Das heißt, also hier eine Ausbruchskerze, Korrekturkerze, da wäre die nächste nochmal eine Ausbruchskerze, zumal es ja hier ähnlich läuft, ne, vom Muster her, long, long, 3 long, 2 short. Also könnte das jetzt schon hier zum Ausgleich passen, wenn jetzt hier die nächste dann nochmal long geht. Ich habe die Maus hier schon drüber schweben. Ich versuche, würde halt schon versuchen, wenn das jetzt kommt, da halt diese zweite Teilposition, wenn man hier das VAH nicht mehr sehen, die dann halt auch nochmal direkt reinzugeben. Ah, der Markt ist echt zäh heute Morgen, ne? Das ist wirklich so. So, ich packe den mal hier oben hin. Die Minute ist gleich um. Und dann laufen wir hier in die letzten 3 Minuten von der Stunde. Weiß sondern jetzt nicht, ob das wirklich gut ist, das jetzt hier unbedingt nach oben begleiten zu wollen. Braun hat hier wirklich eine schnelle Bewegung jetzt, wenn das aufgehen soll. Und zwar nach oben. Nicht nach unten, ja, ist klar. So, wenn die nämlich nicht kommt, dann mache ich nämlich das Ding halt hier auch. Den zweiten lieber wieder raus und sammeln wir den hier auf der Unterseite nochmal neu ein. Ups. So, 5 Minuten haben wir noch. Gucken, ob das gelingt. Oh, ich sehe gerade, ich habe eine Lampe vergessen hier anzumachen. So, oh, geht auch. Vielleicht sollte man ein bisschen Musik zukünftig immer hier so spielen bei den Webinaren. Damit es nicht ganz so still ist manchmal. Kannst du nicht singen? Doch, kann ich. Ja, dann brauchen wir keine Musik. Werde ich irgendwann mal machen. Singe ich dir mal was vor. Boah, warte, das muss ich mir aufschreiben. Ah, ich habe es ja als Aufzeichnung. So.
Da würdest du dich aber sehr wundern. In welche Richtung? Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Vocal Coach Dirk Hilger, sehr gut. Das müssen wir auch Ja. einmal als Webinar machen hier. Was, nee, Vocal Coaching kann ich leider nicht. Das können andere besser. Aber einfach genau machen, Vocal Coaching hier morgens um. Ja, ich mach das. Du kennst mich, ne? Ja. Ich komme ja ich liebe Herausforderungen. Daher ist das einfach nur die nächste. Aber dazu sollte ich ein bisschen mehr als irgendwie 4 Stunden im Durchschnitt geschlafen haben, sonst klingt das sehr merkwürdig, glaube ich. So, vielleicht war es doch ein Fehler, hier bis 10 Uhr zu warten. Es passiert einfach nichts. Ach Mann, Dax, komm schon, das kann doch nicht dein Ernst sein. Dass wir hier jetzt, wo stehen wir jetzt? Oh, ey. Weißt du doch, erst wenn das Webinar vorbei ist, kommt die Bewegung. Ja, 35 Punkte über der Eröffnung. Und das nach jetzt einer Stunde. Das kann doch nicht wahr sein. So, hatte ich nicht gerade gesagt, ich nehme den da oben wieder raus. Jetzt wieder nicht aufgepasst. Egal, ich lasse ihn mal drin. Und jetzt ist halt jetzt echt, das wirklich Nervige ist jetzt halt, ne? So wie es aussieht, wenn der jetzt nicht sofort die Kurve hier kriegt, dann schließen wir dieses Webinar mit einem offenen Trade. Aber ich bin selber schuld. Den da oben nicht nochmal irgendwie überhaupt reingeben sollen. Vielleicht reißt das sich ja zusammen und zieht jetzt die letzten 2 Minuten hoch. Also ich bin ja halt, ne, ich meine, wer das hier so ein bisschen länger verfolgt, der weiß ja, ich gucke halt immer so auf die Impulse und die kriegt man halt einfach in der Regel immer mit dem Stundenanfang und Stundenende sind halt die größten. Und um 9:30 Uhr, das Thema hatten wir eben, das ist halt so eine Ausnahme irgendwie. Da passiert halt auch immer noch mal so ein bisschen mehr. Und deswegen habe ich halt das immer so ein bisschen im Blick, wie halt entsprechend hier sich das halt darstellt, der Aufbau hier. Und weil ich das schon für wichtig finde, dass das Bild halt einfach da halt stimmt, ne? Und selbst wenn wir jetzt hier im 5-Minuten-Chart als Beispiel mal kurz nach unten kullern, ja, das macht eigentlich nichts, ne? Weil halt so die grobe Richtung gibt halt schon hier die Stunde vor. Und da, wo man halt, wenn ich halt sowas sehe, so ein Ding hier, ne? Kein neues Tief und dann Außenstäbe einer nach dem anderen, dann habe ich ja eine Struktur, mit der ich was anfangen kann oder auf die ich mich ja halt auch ein Stück weit verlassen kann. Weil ich ja dann einfach weiß, da muss ich ja nur rückwärts zum Chart gucken, dass so eine Geschichte, also wie das halt hier die ganze Zeit läuft, das endet nicht einfach nach unten. Also, beziehungsweise löst nicht nach unten auf. Ne? Natürlich darf er hier ein bisschen nach unten reagieren. Kann er machen. Aber dass wir jetzt da eine Kerze kriegen als Beispiel, ne, die jetzt halt hier da so schließt, sehr unwahrscheinlich einfach. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen, da kann man auch ruhig mal dann den Stop ein bisschen weiterziehen und ein bisschen Geduld mitbringen und dann halt einfach mal in einer Stunde nochmal drauf gucken, kann man auch machen. Also, dann war es jetzt tatsächlich leider so, dass ich halt hier jetzt das nicht abschließen konnte in dem Webinar. Das ist natürlich ein bisschen schade. Was ist hier draußen für Lärm? Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. Und ja, super. Jetzt klingelt hier an allen Ecken bei mir alles. Ich habe nämlich einen Telefontermin. Das war jetzt auch der Grund, warum ich hier eigentlich abbrechen wollte. Aber das mache ich dann jetzt auch mal. Also alles gesagt. Ich muss mich hier leider jetzt noch was anderes kümmern. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns nicht mehr diesen Monat, ne, Nelson? 4. August gibt's weiter, eine kleine Pause jetzt. Ja, da müssen wir noch drüber reden, über den 4. August. Da rufe ich dich aber nachher dazu an. Alles Ne? klar. Okay, alright. Also, Dankeschön, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und konntet so ein bisschen nachvollziehen, was ich hier treibe. Und wie gesagt, ich krieg's jetzt hier nicht fertig in dem Webinar. Ist aber nicht schlimm, es stimmt alles soweit. Halt hier von der Richtung. Ich habe da ein bisschen Geduld. Mein Fokus liegt auf der 13329. Und wenn die halt nicht kommt, dann gehe ich halt einfach vorher irgendwo raus. Ne? Aber so generell die Tendenz ist ja
Soweit auch okay. So, an der Stelle, dann sage ich mal einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Passt auf euch auf. Nelson, danke, dass du das wieder mal mit mir ertragen und gemacht hast. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und auch Gerne, dir lieber. und deinen Kollegen natürlich noch irgendwie ein happy sunny day für heute. Danke. Danke dir. Danke auch für das Webinar und erhol dich ein bisschen und vielen Dank an alle Teilnehmer und wünsche natürlich auch eine erfolgreiche Woche, noch heute noch einen schönen Tag. Dirk, wir werden ja wie gesagt nochmal telefonieren und würde mich freuen, wenn Sie dann nächstes Mal dabei sind, entweder am 4. oder an einem anderen Termin. Sie werden ja benachrichtigt per E-Mail. Also bis dahin alles Gute. Tschüss zusammen.